Das ist jetzt ein neues Team. Ich glaube nicht, dass wir von hier dran kamen. Ne, kamen wir nicht. Gut, dann halt nicht. Wir wissen, was zu tun ist. Mit Yoshino reden. Huch, wo guckst du hin? Wieso guckst du da hin? Ist dahinter was? Ja, Film! Sehr schön. Manchmal sind sowas kleine Hinweise, wenn sie irgendwo hingucken. Muss man manchmal auf ihren Kopf einfach achten. So, mal gucken, wie ich mich jetzt anstelle. Die beste Idee, dass wir dieses Spiel in leicht spielen. Ich habe schon wieder den 14er Film drin. Ihr wollt mich doch verarschen. Kann ich schon mal den Film wechseln? Nur eine Puppe. Guten Tag. Wir sind nicht gemeint. Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Ihr und euren doofen Kampfstil. Ich mag euch wirklich nicht. Siehste? Ich mag euch nicht.
Schon weg? Das kann es auch nicht schon gewesen sein. Na komm, du bist näher. Wir nehmen mal den schwächeren Film. Ich will nämlich nicht zu viel von dem starken Film verschwenden. Mein View ist noch nicht groß genug. Na. Doch noch erwischt? Sehr schön. Wo seid ihr? Nicht mehr da? Na komm, Yoshino. Greift sie nämlich an. Oder? Sind wir schon soweit? Ja, wir sind soweit. Na komm, greif mich an. Nein! Falsche Taste! Ich sollte nicht die falsche Taste drücken. Irgendwann bringt mich das noch um. Ganz bestimmt. Hi. Scheiße, zu spät. Na komm, Yoshino. Ja, ich weiß. Fuck, zu früh. Gibt's noch? Nein. Kann ich mehr nach hinten ausweichen. Ein Stückchen. Nicht mehr viel. Denn gleich kommt da der Schrank. Das war's. Super. Und es verteilt sich mehr und mehr. Wie bei Yoshino. Jetzt ist sie für immer in die ewigen Jagdgründe eingetreten. The Bruce Spreads. So, das war eigentlich die schlimmste Stelle schon für mich bisher. Aber es wird gleich noch ein bisschen schlimmer, wenn wir weiterspielen. Ein bisschen spielen wir noch. Ich hab Bock. Hey, das ist Yoshino Takigawas Tagebuch. Sie baten mich darum zu kümmern im Krankenhaus, da ihre Familie bei dem Unfall umkam. Sie schienen sich nicht wohlzufühlen, es im Krankenhaus zu behalten. War es richtig, es entgegenzunehmen? Yoshino Takigawas Tagebuch. 8.10. oder 10.8.? Ich weiß es nicht. Sonic, ich habe gehört,
Dass es gut sein soll, ein Tagebuch für ein gut sein soll, ein Tagebuch zu schreiben oder jemanden zu haben, der es liest. Wenn ich das tue, werde ich vielleicht aufhören, diese schrecklichen Dinge zu träumen. Ich bin traurig, immer allein zu sein. Wenn jemand das lesen kann in irgendeiner Art, werde ich vielleicht mit dem verbunden sein. 11.8. Wolkig. Meine Familie und Naoya sind gestorben. Aber allein zu sein ist viel furchteinflößender, statt diesen harten Fakten. Viel mehr als diesen Unfall selbst ist der einzige Überlebende zu sein und endlos zu warten, das macht viel mehr Angst. Es ist viel beängstigender. Was? Allein gelassen zu sein in der kompletten Dunkelheit. In einer schwülen Nacht. Ey. Aber eiskalt. 13.8. Wolkig. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Schnee fiel auf ein altes, verlassenes Haus. Ich bin ganz allein und verloren. Aber sie sind vielleicht alle in dem Haus. Ich kann sie dort finden. Ich hab's gespürt. Wenn ich dort hingehe, kann ich sie treffen. Sie rufen mich. Aber wenn ich reingehe, werde ich vielleicht nicht mehr zurückkehren können. Aber wenn das ist, was er möchte. 18.8. Wolkig. Stück für Stück gehe ich immer tiefer. Mir ist kalt. Es wird dunkel. Ich kann ein Lied hören. Naoya ist da. Mom, Dad und alle neben mir. Sie alle sind dort. Sie alle haben mich zurückgelassen, haben mich verlassen und sind hineingegangen. Nur weil ich als einziges überlebt habe. 27.8. Regen. Es schmerzt. Ist der Schmerz der Traum? Die Tattoos verteilen sich. Der Doktor sagte, er kann nichts sehen. Übersee nennen sie ein emotionales Trauma nach einem Unfall PTSD. Aber ich kann es sehen. Kein Tag, regnerisch. Nachdem ich mehrere Tage geschlafen habe, bin ich jetzt nur halb wach. Glücklicherweise weiß ich nicht, ob ich nun wach bin oder schlafe. Der Doktor schien interessiert an der Story, die ich erzählte. Vielleicht wird er immer sympathischer. Aber diese Träume und der Schmerz gehören mir allein. Der Schmerz verteilt sich. Kein Tag? Regen? Bin mir nicht sicher. Ich bin die Schuldige. Schließlich bin ich die Einzige, die überlebt hat. Aber es ist nicht so, als hätte ich mich dafür entschieden zu überleben. Kein Tag und auch kein Wetter. Es schmerzt, es tut so weh. Was soll ich tun? Was? Vergib mir. Die Frau ist hinter mir her. Ich kann sie sehen, selbst wenn ich wach bin. Ich kann es kaum aushalten, berührt zu werden. Ich möchte nichts mehr sehen können. Wegen dem Foto, das du mir gabst. Yoshine Takigawa. Da sind Spuren auf ihr. Meinst du nicht, die sehen aus wie Tattoos? Yoshino Takigawa. Ist der Tag schon wieder um? Natürlich. Manchmal geht das sehr schnell. Tattooed Woman. Ja, sie war auch in deinen Träumen. Ja.
Ja, die Frau und Yoshino hatten beide dieselben Tattoos. Jetzt ist sie verschwunden. Können wir die Kamera eigentlich aufbessern? Ja, können wir. Nein, können wir nicht. Ich hätte richtig hingucken sollen. Wir haben nur 8.000, wir brauchen 10.000, beziehungsweise wie unten 15.000. Können wir die Linsen verbessern? Wir haben keine Linsen. Wir haben keine Linsen. Dann können wir auch die Linsen nicht verbessern. Gut. Gute Nacht. Ist das der Ort von gestern? Ja, Stunde 2. Man of Sleep. Endlich haben wir Kapitel 2 erreicht. Etwas auf dem Flur, was Yoshino wahrscheinlich verloren hat. Four Point Well Key. Ich habe keinen Schimmer, wo das war. Wird es auch nicht angezeigt? Das war die falsche Taste. Ich habe nämlich keinen Schimmer, wo das war. Und ich weiß auch nicht, wie wir... Huh? Was war das? Ah. Ich mag das nicht, dass hier nicht angezeigt wird, wo wir hin müssen. Huch! Yoshino! Hi! Und deine Verwandtschaft ist auch da. Lass mir mal los, bitte. Wie du aufstehst, ist toll. Kannst du richtig klasse. Na komm, greif an. Yoshino! Ach, du bist eine... Bitch, ich mag dich nicht. Was? What she said? Oh, du bist ein Arschgesicht. Oh, meine Tattoos tauchen auf. Das passiert, wenn wir getroffen werden in so Kämpfen. Oh, hi. Und tauchen unsere Tattoos auf. Oh, ihr seid so ätzend. Tschüss. Was auch immer du sagst. Weißt du, was ich mal mache? Nein. Guck mal die andere Steuerung mir an. Da gab es ja noch eine. Ändert sich aber nur oben. Das finde ich ätzend. Das finde ich sehr ätzend. Wir probieren mal das.
Jetzt wird es vielleicht leichter zu fotografieren, weil ich gleichzeitig rückwärts gehen kann. Das ist jetzt die Karte. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel sein soll. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Weil ich es jetzt so drin habe, dass es die andere Taste ist, die es jetzt nicht mehr ist. Ich muss jetzt wieder einen Triggerfinger aufbauen. Ja, das Foto kriege ich auch nicht. War es das? Habe ich es mir richtig gemerkt? Ich weiß nur nicht, wo ich jetzt lande. War da hier ein... Nein, hier war kein Speicher. Das war bei der anderen Treppe. Das schöne Geräusch der Treppen. Wie ich es vermisst habe. Ach, Treppen. So ein Quatsch. Der Türen.